So, wir haben jetzt 8 Uhr morgens. Die große Rennnacht ist vorbei, aber jetzt steht ja im Prinzip noch der ganze Tag vor. Jörg Sand, Veranstalter von der GORM, was ist dein Zwischenfazit? Was gibt es zu berichten? Also was interessant ist, ist in der T3-Klasse, die aktuell auch wieder die schnellsten Zeiten fahren, also die Buggies, die Side-by-Sides, ist ein Mords-Positionskampf. Also die ersten 5 Fahrzeuge fahren in einer Runde. Und das wechselt ständig. Mit jedem Boxenstopp ist wieder jemand anders vorne. Die kämpfen wirklich um Sekunden. Und da sind das RMX-Team mit 2 Autos dabei. Das Team Kleinschmidt-Vandemars ist dabei. Und das Team Strien ist dabei mit 2 Autos. Also das ist wirklich heftig. Richtig auf der letzten Rille fahren die. Und wie würdest du sagen, ist so bisher die Ausfallquote? Weil man sieht ja doch sehr viele schon im Camp. Ja, was uns ein bisschen... bisschen wieder Nerven gekostet hat, war die ersten 3 Runden. Also wir hatten in der ersten Runde 3 Unfälle, weil sie irgendwie wieder voll Adrenalin losgefahren sind alle. Und danach hat sich das halt beruhigt. Also die Ausfallquote geht. Es ist jetzt nicht übermäßig viel, außer in der Extremklasse, wo wir überrascht waren, dass die doch sehr schnell waren. Also die mussten in ihrer ersten Runde, das sind ja 3 Stunden gefahren, haben wir gedacht, die kommen vielleicht eine Runde weit, vielleicht 2, da die Besten sind 4 gefahren. Das war schon ein guter Ab, eine Wahnsinnsleistung. Aber von den 11 Autos waren zum Schluss nur noch 4 fahrfähig. Ich hoffe, dass sie alle reparieren können, dass sie heute um 10 wieder alle starten können. Wunderbar, dann vielen Dank und wir sehen uns später. Ja, okay.